Herzlich willkommen beim Campwerk und vor allem frohes neues Jahr. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal. Ja, ich gehe gerade mal kurz in die Werkstatt, weil wir heute Cargo-Woche haben. Wir bauen gerade unglaublich viele Cargos. Was haben wir hier? Hier haben wir jetzt gerade einen wunderschönen Motorrad-Cargo, glaube ich. Ich glaube sogar zwei Motorräder. Zwei Motorräder haben wir tatsächlich auch selten. Das ist echt viel los gerade. Da vorne ist mein neues Lieblingsprojekt. Dafür möchte ich aber noch nicht zu viel sagen, weil da kommt ein eigenes Video raus. Micha, bist du fertig mit dem Drehen schon? Ja, nächste Woche. Nächste Woche ist er fertig. Damit ist gut. Dann kommen die jetzt aber demnächst. Braucht ja noch ein bisschen Zeit zum Schneiden. Weil, warum sind die weiß? Aber ist ja auch egal. Heute geht es um was ganz anderes, weil wir haben jetzt gedacht, wir haben zum Anfang des Jahres noch nicht alles fertig gebaut und auch die Videos noch nicht alle fertig. Deshalb zeigen wir euch noch mal eine weitere Folge von Mario und Anna, wie die nämlich in den, ich glaube Dolomiten war das, ne? Auf jeden Fall irgendwelchen Bergen unterwegs waren, von ihrem wunderschönen Reisevlog, den neuesten Teil. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Viel Spaß! Der Abend zuvor. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge. Wie ihr seht, sind wir hier schon in der Früh wieder unterwegs. Es ist irgendwie kurz vor sieben. Wir wandern jetzt zur Candini di Misurina. Bestimmt falsch ausgesprochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt heute unser Tagesprogramm. Ja, da an dem das Intro, was wir gerade gesehen haben, da haben wir letzte Nacht geschlafen. Das war auch echt ein ganz schöner Platz. Den verlinke ich euch gerne mal als Park von Nightlink unten in der Videobeschreibung. Ja, da haben ganz viele geschlafen und der war kostenlos. Das war ganz cool. Genau. Oh, es gab einen schönen Bach, da haben wir heute Morgen unser Wasser aufgefüllt. So, ja, für uns geht's jetzt weiter. Für diejenigen, die das Video vorher auch geguckt haben, das hat vorgestern Abend geendet. Also wir haben genau einen Tag Vlog übersprungen, weil wir gestern auch einfach mal ohne Vlog unterwegs waren. Dafür waren wir am Passo di Giau. Das war auch echt nicht gigantisch, das hat richtig Spaß gemacht. So, aber jetzt geht's hier weiter. Ich bin gespannt. Candini di Misurina. Time can heal or it can break. A man beneath a sudden weight. As the ideas are slowly fading, I keep walking through the gray. So Leute, wisst ihr, was echt gruselig ist? Wir sind hier komplett alleine. Ganz zu Beginn waren tatsächlich hier so ein paar Hardcore-Fotografen. Also hier wurden sogar Canon-Produktbilder gemacht von der neuen. Und ja, Marin und ich sind hier komplett alleine und hier ist einfach niemand. 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 Guckt euch das ist total krass. Diesen Spot mal an, einfach da draufstellen. Vor allem mit diesen Bergen dahinter, das ist wie ein Herr der Ringe oder irgendeinem Film oder so. Das ist echt abgefahren. So, wir sind jetzt schon zurück auf dem Weg zum Auto. Da hinter mir seht ihr den großen Parkplatz, der übrigens jetzt gerade um 20 nach 9 schon immer richtig, richtig, richtig voll wird. Das da oben, das ist die sogenannte Auronzo-Hütte. Bei der parkt man, wenn man diese Wanderung machen will. Aber bei der parkt man auch, wenn man die Drei-Zinnen-Wanderung machen will. Und da hinten sehen wir schon die Wanderweg zu den Drei-Zinnen. Da laufen heute echt richtig, zoom mal richtig rein. Da sehen wir schon, das ist wie eine kleine Wanderautobahn, sage ich mal. Die Drei-Zinnen-Wanderung machen heute auf jeden Fall schon wieder richtig viele Leute. Und wenn wir jetzt mal in die andere Richtung schauen, die Wanderung, die wir gerade gemacht haben, dauert übrigens so 20 bis 30 Minuten die Wanderung, dann sehen wir, da hinten ist ein kleiner Mensch, ich weiß nicht, ob man den auf Kamera sieht. Hier läuft niemand lang. Niemand. Muss man das verstehen? Ich denke nicht. Was ich noch sagen wollte ist, man muss 30 Euro bezahlen, wenn man mit einem PKW hier hoch will für 24 Stunden. Wenn man mit einem Bus oder einem Camper hier hochfährt, kostet das 45 Euro. Und angeblich kommt man erst ab 7 Uhr hier hoch. Wir waren heute aber schon um 6.30 Uhr unten an der Mautstelle und es ging trotzdem. Also mein Tipp, einfach früher probieren.
Keine Ahnung, warum das da steht. Vielleicht wollen die nicht direkt, dass so viele Leute hier hochströmen. Ich weiß es nicht. So, für uns geht's jetzt weiter. Weiter. Euch, Leute. Ungarische Salami, in Österreich gekauft, in Italien gegessen. Skoll. Skoll? Aber es ist wirklich eine Moment. Da, es ist eine ungarische Salami. Wir haben hier gerade schön lecker gefrühstückt. Wir mit dieser geilen Aussicht. Wir sind einfach nur von dem Parkplatz, ja, runtergefahren und haben uns hier ausgebreitet. Genau, 3 Minuten berg runter, wieder vom Parkplatz zurück, kommt man an diesem schönen kleinen Teichsee, was auch immer, vorbei. Genau. Wo auch eigentlich kaum jemand ist, so vereinzelt hier ein paar Leute. Da vorne ist noch eine Wasserquelle, da konnten wir gerade unser Wasser auffüllen. Ja, und haben Wasser. Hier super herrlich gefrühstückt. Und ja, jetzt? Und jetzt geht's weiter. Geht's weiter und wir wissen noch nicht, wohin. Mal einfach gucken. Der Nase nach. Wir haben keine Ahnung, wie dieser See hier heißt, aber wir recherchieren das mal für euch und schreiben es hier hin. Und ich versuche jetzt mal in dieses kalte Wasser reinzugehen. Also es ist sehr glitschig. Geh da weiter rechts rein, da ist es nicht so rutschig, glaube ich. Da? Ja. Oh mein Gott. Das ist Leben, Mario. Ja. So, wir haben jetzt übrigens rausgefunden, das hier ist der Dürrensee. Sind jetzt noch einmal rumspaziert, haben wir direkt so eine geile Ecke gefunden, um die Hängematte aufzuhängen. Total krass, dass dieser See relativ unbekannt ist. Ne? Also ich sag mal, auf Instagram gibt es gerade mal 1000 Beiträge, das ist echt nicht viel. Und es ist einfach, dreh nochmal die Kamera um, so schön blauer, türkiser. Also ich brauche die Kamera nicht drehen, man sieht es in deinen Brille. Sonnenbrille. Total geil, mitten an der Straße, Leute. Also Dürrensee, einfach mal machen, Hammer. Und man kann sogar eine Rundwanderung wahrscheinlich hier rum machen. Genau, wir sind jetzt einmal halb rumgewandert. Hier ist auch kein Lehmboden mehr wieder hinten. Aber einfach geil. Inzwischen haben wir auch schon wieder unseren Stellplatz für heute Nacht gefunden. Es ist im Übrigen fast der gleiche letzte Nacht. Wir stehen 40 Meter weiter oben. Anna packt gerade hinter mir schon das Zelt für uns aus. Und ja, ich denke, ich werde das Video auch an dieser Stelle beenden. Ich weiß überhaupt nicht, wie lang es geworden ist. Das kann ich irgendwie heute ganz schlecht einschätzen. Aber ich glaube, es ist lang genug geworden an dieser Stelle schon. Ja, wir bauen jetzt hier wieder unser Nachtlager auf. Werden uns noch gleich was Leckeres in die Pfanne hauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.